Ich möchte nun an einem Beispiel besprechen, wie wir für einen Tiefsetshader oder Buck-Converter die Auslegung nach dem Voltage-Mode machen können. Die grundsätzliche Idee ist, wir haben hier unsere Übertragungsfunktion, die Control-to-Output-Übertragungsfunktion des Wandlers GD von S, wo unsere Kleinsignalausgangsspannung Delta UA von S rauskommt, und wir werden hier vorne unseren Regler jetzt dimensionieren, sodass wir ein gewünschtes Übertragungsverhalten kriegen. Und die Idee, die wir jetzt anwenden werden, ist im Prinzip ein Faustformelverfahren, um jetzt hier grob die Übertragungsfunktion des Tiefsetzstellers bzw. des DC-DC-Wandlers zu kompensieren. Das heißt, von der Idee her grundsätzlich, diese Übertragungsfunktion hier wird ein PT2-Verhalten haben. Das heißt, wir werden irgendwo KP mal 1 plus S durch, ich nenne es jetzt Omega ESR, geteilt durch 1 plus S mal 2D durch Omega 0 plus S Quadrat durch Omega 0 haben, also hier ein PT2-Verhalten. Und wir werden jetzt hier vorne einen Regler nehmen, der ein PIDT2-Verhalten hat. Das heißt, von der Übertragungsfunktion her werden wir irgendwas haben, K durch S mal 1 plus S durch Omega Z1 mal 1 plus S durch Omega Z2 durch 1 plus S durch Omega P1 mal 1 plus S durch Omega P2. Das heißt, ein Regler, der sowohl zwei Polstellen wie auch zwei Nullstellen hat. Und jetzt ganz kurz die Idee für diese Auslegung, die wir gleich noch anhand des Bode-Diagramms uns anschauen werden. Wir werden versuchen, mit den beiden Nullstellen des Reglers die doppelte Polstelle der Strecke zu kürzen, und wir werden mit einer der beiden Polstellen des Reglers die Nullstelle kürzen, kompensieren, und was dann übrig bleibt, ist ein IT2-Verhalten, wenn wir so wollen. Das heißt, dann haben wir K mal KP durch S mal 1 durch 1 plus S durch Omega P1 in diesem Fall. Das heißt, wir haben hier einen integrierenden Anteil, und wir werden bei relativ hoher Frequenz eine zusätzliche Filterwirkung, die dann Störungen für hohe Frequenzen rausfiltern soll. Das ist jetzt aber zunächst mal die grundsätzliche Idee. Schauen wir uns an, was das im Bode-Diagramm bedeutet. Ich skizziere das mal ganz grob. Das heißt, wir haben jetzt hier über der Frequenz zum Beispiel den Verlauf unserer Übertragungsfunktion GD von S. Dann wird die irgendwie so verlaufen. Wir haben dann hier unsere Resonanz, dann haben wir hier minus 40 dB pro Dekade und irgendwann dann hier nur noch minus 20 dB pro Dekade. Das heißt, wir haben hier üblicherweise die Frequenz Omega 0, hier haben wir Omega ESR, hier hätten wir den Wert KP, und diese Resonanzüberholung wird jetzt davon abhängen, wie groß die Dämpfung hier ist. Das wäre jetzt also die Strecke, die zu regeln wäre, und jetzt gucken wir uns an, der Regler GR von S würde jetzt wie folgt ausgelegt werden. Das ist dieser PIDT2-Regler. Der hat ein I-Verhalten für niedrige Frequenzen. Das heißt, hier mit minus 20 dB für niedrige Frequenzen wird er ungefähr so verlaufen. Bis bei Omega 0. Dort werden wir jetzt eine doppelte Nullstelle einfügen. Das heißt, aus minus 20 dB werden plus 20 dB Steigung. Und bei der ESR-Nullstelle werden wir hier konstanten Verlauf kriegen, und für hohe Frequenzen werden wir dann irgendwo hier einigermaßen variabel wieder eine Abnahme mit minus 20 dB kriegen. Und wenn wir dann diese in Serie schalten, das male ich jetzt mal drunter, dann werden wir hier Folgendes haben für die Übertragungsfunktion unseres offenen Kreises, was GD von S mal GR von S sein wird. Dann werden wir hier für niedrige Frequenzen diese minus 20 dB haben. Bei der Frequenz Omega 0, wenn wir jetzt hier diesen kurzen Peak haben, aber tatsächlich läuft das dann hier mit minus 20 dB weiter, weil diese Abnahme um minus 40 dB jetzt hier durch den Anstieg um diese plus 20 dB kompensiert wird, dass wir hier weiter minus 20 dB kriegen. Hier bei der Nullstelle ebenfalls. Diese wird vollständig kompensiert, also geht das auch hier mit minus 20 dB Steigung weiter. Und erst, wenn wir hier oben irgendwo diese Polstelle bei einer höheren Frequenz erreichen, das heißt hier bei Omega P1, werden wir diese Abnahme um minus 40 dB pro Dekade kriegen, dass wir hier für höhere Frequenzen das sozusagen weiter gedämpft haben. Das heißt tatsächlich, die Idee hinter diesem Faustformelverfahren, was wir uns jetzt angucken, ist eigentlich, dass wir aus der Übertragungsfunktion des offenen Kreises mehr oder weniger eine Übertragungsfunktion eines Integrierers kriegen.
Und über die P-Verstärkung werden wir das dann nach oben und unten verschieben. Weil tatsächlich, wir gehen nochmal kurz zurück, wenn wir diese Übertragungsfunktion betrachten, wir haben jetzt hier sozusagen alles gekürzt und diese letzte Polstelle, die wir hier unten haben, setzen wir so, dass wir bei hohen Frequenzen eine ausreichende Tiefpassfilterung kriegen. Aber was wir noch nicht benutzt haben, ist sozusagen hier dieser Reglerparameter K. Und mit dem können wir dann hier die Kurve sozusagen parallel verschieben. Das heißt, für ein kleineres K werden wir das so kriegen. Und für ein größeres werden wir das vielleicht so kriegen, hier drüber verläuft. Und tatsächlich werden wir das dann anhand des Phasengangs bestimmen, sodass wir bei der gewünschten Durchtrittsfrequenz eine ausreichende Phasenreserve haben, um ein geringes Überschwingen zu kriegen, aber trotzdem eine möglichst hohe Durchtrittsfrequenz. Das ist also die grundsätzliche Idee, wie man relativ vereinfacht einen Tiefsetzsteller bzw. Buck-Converter im Voltage-Mode kompensieren kann. Wenn man es zusammenfasst, ist die Idee folgendermaßen. Wir sagen, wir nehmen einen PI-DT2-Regler und folgendes, die Nullstellen werden auf circa Omega 0 gelegt. Das heißt, Omega Z1 und Omega Z2 machen wir ungefähr gleich den Wert Omega 0. Und eine Polstelle wird gewählt, dass sie hier diese ESR-Nullstelle kompensiert. Das heißt, Omega P1 würde man wählen, zum Beispiel ungefähr 1 durch C mal RESR, das wäre diese Nullstelle. Und die zweite Polstelle wird auf eine hohe Frequenz gelegt, in der Nähe der Schaltfrequenz, um Tiefpasscharakteristik zu kriegen. Kann man jetzt zum Beispiel sagen, man sagt, Omega P1 wäre zum Beispiel in der Nähe der halben Schaltfrequenz, das heißt 2 mal Pi mal Fs halbe, das heißt bei Pi mal Fs mit hier der Schaltfrequenz Fs und den verbleibenden Parameter K nutzt man dann aus, um hier das gewünschte Durchtrittsverhalten zu kriegen, das heißt, um eine ausreichende Stabilität zu haben, geringes Überschwingen, aber trotzdem eine hohe Durchtrittsfrequenz. Das heißt, hiermit hätten wir 4 der 5 Parameter schon festgelegt. Das wollen wir jetzt anhand eines Beispiels durchführen. Dazu wollen wir jetzt mal so einen synchronen Tiefsetzsteller betrachten. Ich habe das mal hier auf der rechten Seite dargestellt. Das heißt, wir haben 2 Schalter, S1 und S2, eine Induktivität mit einem Wicklungswiderstand RL und wir nehmen an, beide Schalter hätten den gleichen RDS-On, dass wir hier sozusagen diesen Widerstand scheinbar erhöhen um den Wert des RDS-On und den Kondensator, nehmen wir an, es ist ein keramischer Kondensator mit einem sehr niedrigen RESR, hier in der Größenordnung einstelligen Milliohmbereich. Und der Lastwiderstand, den errechnen wir hier aus dem Strom, den wir vorgeben. Das heißt, nehmen wir an, das wäre zum Beispiel eine Schaltung, die aus 12 Volt 3,3 Volt für einen Mikrocontroller herstellt, 2 Ampere Laststrom. Dann würde sich hier zum Beispiel ergeben, dass der Lastwiderstand 3,3 Volt durch 2 Ampere gleich 1,65 Ohm ist. Wenn wir annehmen, bei einer Schaltfrequenz von 300 kHz, dann wären so einigermaßen realistische Werte 33 Mikrohenry für die Induktivität, 220 Mikrofarad für den Kondensator. Der Kondensator vielleicht hier, wie gesagt, im einstelligen Milliohmbereich der ESR und für die Induktivität, da schlagen wir hier diesen zweiten Wert des RDS-ONs einfach mal dazu als zusätzliche Verluste, um ein bisschen realistischer zu sein. Und dann wollen wir jetzt hier für diesen Fall das mal grob dimensionieren. Das heißt, wir können jetzt sagen, okay, Omega 0 ist 1 durch Wurzel LC. Tippen wir das in den Taschenrechner ein, dann kommt hier 1,174 mal 10 hoch 4 1 durch Sekunde mit dem Rad durch Sekunde raus. Und das ist dann unser Wert, den wir für diese beiden Nullstellen ansetzen, Omega Z1 und Omega Z2 des Reglers. Wir rechnen aus, wie groß jetzt hier Omega P2 sein muss, die Polstelle, die diesen ESR kompensiert. Das heißt 1 durch C mal RESR. Hier also die 220 Mikrofarad multipliziert mit den 2 Milliohm und davon den Kehrwert genommen. Das wären dann 2,273 mal 10 hoch 6, 1 durch Sekunde. Das wäre hier Omega P1. Und als letztes würden wir dann sagen, okay, Pi mal Fs, Pi mal 300 kHz soll der zweite Pol sein, Omega P2, tippen auch das in den Taschenrechner ein, dann kommen wir hier auf 9,245 mal 10 hoch 5, 1 durch Sekunde und das soll jetzt Omega
P2 sein. Es kann jetzt sein, ich glaube, ich habe die vertauscht. Genau, also das müsste eigentlich hier Omega P2 und das hier Omega P1 sein. Das macht aber keinen Unterschied. Und das wäre jetzt mal die ganz grobe Auslegung. Wir würden mit diesen vier Werten jetzt in der Simulation schauen, wie ist die Übertragungsfunktion des offenen Kreises und dann versuchen, die P-Verstärkung des Reglers im Anschluss daran so anzupassen, dass wir eine möglichst hohe Durchtrittsfrequenz kriegen, aber eine vergleichsweise hohe Phasenreserve haben, um ein geringes Überschwingen zu kriegen.